Einlegen vom Schlauchset, Verriegelung öffnen und die Tür oder Klappe und diese Klemme einsetzen. Die wird dann von selbst gehalten oder arretiert dort. Den Schlauch nach unten einlegen und die Klappe wieder schließen. Einschalten vom Gerät, On-Off-Taste drücken. Das Gerät macht einen Selbsttest. Wurde die Leitung noch nicht befüllt, kann man über diese Taste das System befüllen. Wenn man hier jetzt wieder drauf drückt und gedrückt hält, dann pumpt sie jetzt so lange, wie ich jetzt hier gedrückt halte, und befüllt den Schlauch. Oder die andere Variante wäre, ich drücke hier einmal auf das Befüllen und auf die Starttaste, da wo jetzt drüber dieses Symbol ist, und drücke einmal drauf und das System wird dann automatisch befüllt. Nach dem Einschalten erscheinen dann automatisch auch schon die letzten Einstellungen, die wir hier sehen. Die obere ist die Förderrate, kann man über Plus und Minus von 1 Milliliter pro Stunde bis 600 Milliliter pro Stunde einstellen und die untere Anzeige ist die Größe der Förderrate. Ist das alles eingestellt, drücken wir die Taste Start und es läuft und man sieht da unten dann einen Balken mit der Zeit, der dann immer in diese Richtung wandert, solange bis die 430 Milliliter drin sind. So sieht man quasi von der Ferne, wie viel denn noch fehlt, bis die Mahlzeit drin ist. Auf dem Display sieht man dann auch, dass das Gerät fördert, indem hier der Tropfen fällt. Hier oben sieht man, dass der Akku geladen wird und dass die Alarmton-Lautstärke auf laut ist. Deswegen dieses Symbol, der Alarmton, kann man hier über diese Taste für 2 Minuten stumm schalten. Über dieses Vorhängeschloss, wenn man länger drauf bleibt, kann man die Tasten sperren. Das erscheint hier dann am Display. Und wenn jetzt eine Taste gedrückt wird, dann erscheint dieses Vorhängeschloss. Zum Entriegeln wieder länger auf diese Taste drücken. Dann verschwindet auch das Symbol vom Vorhängeschloss. Und möchten Sie die Ernährung stoppen, einfach Stopp drücken. Dann kommt da dieses Symbol mit dem Dreieck und dem Kreis. Das Menü erreicht man über die Taste Menü. Das erste Symbol, der Strich und das Rechtecksignal. Wenn man hier auf OK drückt, kann man von einem, ja, von einer normalen Funktion, wie wir sie jetzt gehabt haben, zu einer Bonusfunktion wechseln. Sieht dann so aus, man drückt dann OK und kann hier jetzt die Anzahl der Boli oder der Mahlzeiten eingeben in 24 Stunden. So wäre es 3 Mahlzeiten in 24 Stunden und hier ist es dann die Zeit bis zum nächsten Bolus. Da sieht man auch dieses Symbol, also da wird erstmal die Zeit von der Infusion oder von der Forderung der Mahlzeit plus die Pausenzeit gerechnet. Also immer der Start der Mahlzeit bis zum nächsten Start wäre jetzt quasi 6 Stunden und 0 Minuten und das wäre jetzt 3 Mal am Tag und wenn man dann OK drückt, dann übernimmt er das und dann wäre es halt die 200 Milliliter in der Stunde für die Mahlzeitgröße 500 Milliliter. Das wird meistens halt vom Pflegedienst gemacht, der wo dann nicht 3 Mal am Tag zum Patient kommt. Kann natürlich hier auch angepasst werden, so wie vorher auch.
Und hier sieht man halt, dass das quasi dreimal innerhalb von 24 Stunden passiert. Die nächste Funktion im Menü ist hier, also im Menü selber bewegt man sich über diese Tasten rauf und runter erstmal. So, dann war ja das der Bolus. Das nächste wäre der Mond. Wenn man hier auf OK drückt, kann man Sonne und Mond, Display heller und dunkler eingeben. Nächster Schritt im Menü wäre die Alarmton-Lautstärke. Über OK kann man die auswählen zwischen leise und laut. Und hier kann man den Tastenton ein- oder ausschalten. Über dieses Kreuz und Schloss, das ist ein Menü, wenn man dieses dann aktiviert, braucht man erstmal einen Code. Dann sieht man auch wieder die Schwester und das Kreuz. Und dann wäre das Zielvolumen und die Flussrate gesperrt, dass man die nicht eingeben kann. Über die Flasche und das Summenvolumen oder Summenzeichen und Milliliter, wenn man da auf OK drückt, dann ist das wie ein Kilometerzähler. Der zählt halt so lang das Volumen, das geforderte, bis man es hier über diese Taste auf 0 setzt. Momentan haben wir relativ wenig gefordert und wenn man hier drauf drückt, dann wird es auf 0 gesetzt. Über die Glocke und das Buch, ist also auch immer noch im Menü, kann man alle Alarme, die waren, über Plus und Minus abrufen und sich anschauen. Oder bei dem Symbol darunter kann man einfach schauen, was denn in letzter Zeit eingegeben wurde an Geschwindigkeit und Vorderrate. Ist quasi wie ein Trend. Über dieses Symbol, das bedeutet ja Helligkeit und Kontrast, kann man genau das nachmachen, nämlich Helligkeit und Kontrast einstellen. Über die zwei Glocken und die Uhr dazwischen kann man die Zeit zwischen den Alarmtönen einstellen und so wie Sie gerade gesehen, wenn man da zu lange braucht, springt er immer automatisch aus dem Menü raus und halt, das war jetzt Helligkeit und Kontrast. Wir wollten ja hier auf die Stoppuhr zwischen den Alarmtönen und das wäre jetzt 2,5 Sekunden, die können wir dann auch länger machen, aber dazu braucht man dann auch wieder das Passwort, das in der Bedienungsanleitung beschrieben wird. Über dieses Symbol, die Glocke, die Stoppuhr und dann das Ziel, sieht aus wie so ein Zielfernrohr an einer, das da, kann man jetzt die Zeit einstellen, wo es Alarm gibt. Und zwar, wenn das Zielvolumen erreicht, ist der Voralarm. Also jetzt, wenn wir 500 Milliliter eingestellt haben und das 5 Minuten bevor es die 500 Milliliter erreicht, würde jetzt das Gerät einen Alarm geben. Über dieses Symbol kann man, wenn man auf OK drückt, Seriennummer und Betriebsdaten ablesen. Und hier, das wo dann aussieht wie so eine Fabrik und ein Zahnrad, da kann man die Pumpe dann wieder auf Werkseinstellungen setzen, wenn man sie mal total verstellt hat. Und als nächstes kommen wir mal wieder zum Bolus und Normalbetrieb, Helldunkel, Lautstärke und so weiter. Alles das, was wir schon besprochen haben. Ausschalten der Pumpe, On-Off drücken und zwar länger und der zählt dann runter 3, 2, 1 aus. Und entnehmen vom Schlauchsystem einfach danach wieder aufmachen und das Schlauchsystem rausnehmen. Die Pumpe ist bei uns an so einer Ladehalterung befestigt, die kann man hier entriegeln und rausnehmen. Deswegen sind da diese Goldkontakte dran. Und gleichzeitig ist das auch die Halterung für die Infusionsstange zum Draufstecken oder für Riegel einfach wieder da drauf. Es zeigt dann auch hier dieses grüne Symbol.
dass das Gerät jetzt mit Strom versorgt wird und der Akku geladen wird. Der Akku kann ständig geladen werden, da muss man auf nichts aufpassen. Dann ist er auch immer voll, wenn man braucht. Alarme gibt es auch. So sieht ein technischer Fehler aus mit dem Zahnrad. Wenn die Pumpentür nicht geschlossen ist, dann erscheint dieser Alarm oder dieses Symbol. Wurde der Pumpenschlauch falsch eingelegt, dann zeigt der Pfeil auf die Pumpentür. Wenn der Beutel leer ist, dann wird der Beutel umrahmt und es gibt Alarm. Sollte der Akku leer werden, der 12 Stunden hält, dann blinkt dieses Akku- oder Batteriesymbol. Ein X unterhalb der Pumpe ist Verschluss Richtung Patient. Ein X oberhalb der Pumpe ist ein Verschluss vom Beutel zur Pumpe. So sieht es aus, wenn das Zielvolumen erreicht ist oder die Mahlzeit fast beendet ist. Und es ist das Zielvolumen erreicht oder Mahlzeit erreicht.